Was ist der Unterschied zwischen Marktpotenzial und Marktvolumen? Nun, der erste Unterschied, der ins Auge fällt, ist hier. Der zweite Teil des Wortes, denn der erste Teil des Wortes ist absolut identisch. Ja, also müssen wir eigentlich nur noch klären, was ist der Unterschied zwischen Potenzial und Volumen. Potenzial ist das Mögliche und Volumen ist das Tatsächliche. Und das bedeutet jetzt, Marktpotenzial ist das, was alle Unternehmen, denn Markt heißt, und das gilt ja in beiden Fällen, alle Unternehmen, ja, genauso hier, alle Unternehmen einmal absetzen können, das mögliche Potenzial oder das tatsächliche, was alle Unternehmen absetzen. Tatsächlich, das ist das Volumen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.